Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu No Man's Sky. Ja, es ist eine Weile her, ich weiß, ich hatte nach 9 Parts bei Atlas Rises ja einfach aufgehört. Das war dann auch zur Ankündigungszeit quasi meiner ungeplanten, ich sag's mal, kleinen Pause. Dazu hatte ich ein Infovideo gemacht. Auf jeden Fall, was ich noch jetzt kurz sagen will, bevor ich hoffe, dass ich es kurz halten kann. Ich versuche es so kurz zu halten, wie es geht, bevor jetzt diese Episode hier anfängt. Und zwar, wir wissen ja alle, wo No Man's Sky quasi damals angefangen hat, quasi mit, ja, einer Welt, wo man einfach, wo es wirklich nur darum ging, zu farmen, um sich Zellen zu verdienen, um andere Galaxien zu erkunden und so weiter und so fort. Und das Ende, das war ziemlich antiklimatisch, dass man einfach quasi ins Nichts fliegt und das Ganze nochmal von vorne machen muss. Dann kamen Stückchen für Stückchen die Updates, Basebau und so weiter und so fort. Und auch mit Atlas Rises. Ich weiß es nicht, ob das dann allgemein bei mir dann angeschlagen hat, aber irgendwie fand ich hatte es halt, bevor ich dann angefangen habe, es aufzunehmen mit Atlas Rises, ist das schon eine ganze Weile gespielt. Und ich weiß es nicht. Es wurde mir tatsächlich, ich weiß nicht, irgendwie hat dann in mir dann trotzdem noch was gesagt. Ja, ey, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so weitermachen will, weil irgendwo hatte ich dann ja auf den Multiplayer gewartet, alle hatten auf den Multiplayer gewartet und es war trotzdem einfach weiterhin so eine Stille, kann man sagen, von den Entwicklern. Nicht direkt eine Stille, aber so eine, ja, wir machen zwar Updates, aber wir sagen euch nicht was, so irgendwie ungefähr. Und ja, da habe ich dann einfach gedacht, wartest du bis zum Multiplayer? Und dann nach diesem Atlas Rises Update kam halt erstmal irgendwie einfach nichts. Es war wohl in den Gerüchten drin, dass dann wohl an was gearbeitet wurde. Und 11 Monate später ist es dann tatsächlich jetzt soweit ist gekommen, dass das No Man's Sky Next Update gehittet ist. Deswegen ist dann jetzt auch wieder die große Lust dazu gekommen, wieder No Man's Sky auch zu spielen und dann das Ganze natürlich auch aufzunehmen. Und eigentlich war ja dann irgendwie mit der Zeit die Hoffnung aufgegeben, dass mit dem Spiel noch irgendwas Großes passiert, sage ich jetzt mal, da, wie gesagt, die Kommunikation einfach nicht vorhanden war. Und das sollte sich dann jetzt wohl mit diesem Update auch geändert haben. Es soll jetzt wohl anscheinend wöchentliche Updates für das Spiel geben und die Entwickler wollen jetzt auch mehr auf die Community eingehen. Das bedeutet auch, dass wir wohl möglich irgendwie Richtungen für das Spiel entscheiden oder zumindest für bestimmte Richtungen mitentscheiden können und was weiß ich und so weiter und so fort. Und ich hoffe jetzt auch einfach mal, dass das Ganze sich jetzt bessert. Ich denke auf jeden Fall, dass wenn No Man's Sky jetzt so weitermacht, wenn diese wöchentlichen Updates tatsächlich so durchgezogen werden und wenn Kontakt zwischen Entwickler und Usern stimmt und wenn das alles dann so langsam sich aufbaut, Stückchen für Stückchen, dieses No Man's Sky Next Update mit dem Multiplayer und so weiter, ist auf jeden Fall ein richtig großer, richtiger Schritt in eine schöne Zukunft für das Spiel und bin auf jeden Fall mal gespannt. Wenn das wirklich so klappt, dann glaube ich auch, dass sich No Man's Sky von dieser, ich sag's jetzt mal klar und deutlich, naja, Release, zum Release-Termin diese große Pleite eingefahren hat. Wobei es hat sich ja gut verkauft, nur war halt sämtlicher versprochener Content nicht im Spiel enthalten und dementsprechend waren dann zum Beispiel eben die Reviews auf Steam eine absolute Katastrophe und das Spiel wurde einfach bis zum Ground Down gehatet, aber die Entwickler sind diesen trotzdem dran geblieben und die haben das jetzt trotzdem weitergemacht und die wollen dieses Spiel, man sieht es dann ja wohl jetzt auch mit diesem Update und das, was dann versprochen wurde von den Entwicklern, das mit den wöchentlichen Updates und so weiter und so fort. Also man sieht, es ist nicht aufgegeben, die wollen das retten, das Spiel und ich denke mal, wenn die das so weitermachen, wenn die das wirklich durchziehen und jetzt am Ball bleiben, dann schaffen sie das auch auf jeden Fall. So. Dann noch, bevor es zur Episode geht, das Ganze wird jetzt natürlich aktuell auch von mir mit anderen Leuten im Multiplayer gespielt. Aktuell sind wir nur zu zweit, aber das wird sich in Zukunft dann wahrscheinlich auch noch ändern. Wir werden da Stückchen für Stückchen irgendwie zwischendurch dann Leute noch mit reinnehmen und das Ganze dann versuchen, in so eine kleine Multiplayer-Community aufzubauen für No Man's Sky. Und jo, wir gucken mal, wie das wird über die Zeit. Also das wird jetzt wohl auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr große, lange Reise. Ich kann nur schon mal vorweg sagen, diese 3, 4 Stunden, die wir da jetzt gespielt haben hinter einem Stück, haben wir auf jeden Fall einiges Neues entdeckt und wir mussten uns auch erst selber wieder reinfinden. Und naja, wie gesagt, schaut es euch einfach selber an. Wir haben momentan auf jeden Fall richtig viel Spaß damit und mal gucken, wo das alles hinführt.
Also dann, viel Spaß mit der Episode. Alter, nice. Ich habe hier sofort solche Wirbelwürfel gefunden. Aber ich kann glaube ich nur einen. Die kann man kümmern uns gegen. Oh, ich frage mich, ob wir uns jetzt gegenseitig abschießen können. Nee, es sind immer noch verfickte 30 Grad. Und was willst du? So. Hund. Man hat auf jeden Fall ein größeres Inventar, das ist auch schon mal nice. Man hatte halt sonst immer mit 9 Slots angefangen. Oh Gott. Hilfe, 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 Hilfe. Terra-Kobalt habe ich auch. Ah, Bullscreen. Hab ich den Terra-Kobalt her? So, also mein Spiel ist offen. Ich glaube, man kann ihm beitreten. Mhm. Ich habe aber gerade Norman Sky nochmal gestartet. Spiel beitreten. Cool, tritt mit Freunden oder zufälligen Entdeckern einer Sitzung bei. Oh, ich spiele auf jeden Fall erstmal eine Weile mit Third Person, das ist viel, viel, viel geiler. Nein. Boah, ich finde das richtig nice. Ich finde das richtig nice. Marvin? Mhm. Ich höre dich doppelt. Ach du Scheiße, warte mal. Perfekt. Also Serkan, wir haben ein klitzekleines Problem, weil wir sind sehr weit auseinander gespawnt. Das heißt, wir müssen uns erstmal einander finden. Ich habe keine Ahnung, wie man hier an ein Schiff kommt. Okay. Ja, ich bin eh gleich tot. So, ich muss hier erstmal überhaupt, ich gehe mal weiter in diese Höhle hier rein. So, warte mal, kann ich hier, wenn ich hier weiter gucke, müsste es doch noch mehr sehen. Sind wir überhaupt auf dem gleichen Planeten? Ja, sind wir, glaube ich. Also, die Entfernung... Du bist gar nicht so extrem weit. Moment, du bist da hinten. Ich sehe dich laufen. Ich sehe so ein, Ja, ich sehe dich auch. Aber das Problem ist, wir haben kein... Dingsschutz. Ich sterbe, Marvin. Ich nehme Strahlungslevel. So, ich versuche mal, die Wasserstoff... Okay, kann ich auch nicht. Wir müssen erstmal herausfinden, okay. Was, geht meine Lebenserhaltung hoch? Nee. Tod durch Hochgeschwindigkeitseinschlag. Geil, Mann. Also richtig. Ich bin runtergefallen, aber ich hatte kaum Leben mehr, weißt du? Na, warte, wo bist du jetzt? Das Leben ist schön, der Tod ist friedlich. Oder wie lange musst du jetzt irgendwie warten, bis du neu spawnst? Du spawnst genau wieder auf der gleichen Position. Wie wechsle ich zwischen Third Person und First Person, Marvin? Weißt du das schon? Nee. Ich weiß nur, dass der Minenlaser unglaublich laut ist. Steuerung. Oder vielleicht ist er nur für... Ich hoffe nur, dass der für mich so laut ist. Boah, das ist Kohlenstoff. Kohlenstoff war für... was war für Kohlenstoff nochmal für? Ich habe auch keine Ahnung mehr. Sauerstoff, Sauerstoffkapsel, Lebenserhaltung. Schön, dass es nirgendwo angezeigt wird. Kontinuierlich mit Sauerstoff. Wo finde ich Sauerstoff? So, wo finde ich Sauerstoff? Weil vielleicht sind diese Höhlen hier sogar verbunden. Ich versuche mal über die Höhle in deine Richtung zu laufen. No Man's Sky is switching. Verliert man sein Inventar eigentlich, wenn man stirbt? Scheiße, wie mache ich Lebenserhaltung auf? Laden mit. Örtlich begrenzt der Dioxid? Ja, ich bin gleich wieder tot. Ja, nein. ich such gerade nach einer Möglichkeit, um in First Person zu gehen, aber... Achso, ja, ich versuche mal hier herauszufinden, wie man hier überlebt. Und so. Lass es sein! Hör auf rumzuheulen! Nein, er heult rum, weil er keine Aufmerksamkeit bekommt, weißt du? Oh, armer Hund. Nee, so, nicht warte. Armer Hund, nerviger Hund. Lebenserhaltungsigel. Ich brauche die Wasserstoffgelee. Wie mache ich die Wasserstoffgelee? Ich brauche die Wasserstoff. 1 von 40. Heilige fucking Scheiße. Ich muss jetzt mal hier raus, oder was? Alter, es ist... Ich habe damals ja mal, glaube ich, immer erzählt, als ich das noch ganz am Anfang gespielt habe. Von dem Planeten, den ich damals Cube World genannt habe. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja. Genau das ist das hier. Würfel. Genau das ist das hier. Diese Höhle, die ist voll damit mit der Scheiße. Oh, Marvin, so möchte ich nicht spielen. Ich spiel nicht im Third Person. Moment, ich lauf mal ganz normal hier raus. Man muss, glaube ich, diese blauen Dinger da abbauen. Oh Gott, der Minenlaser, der braucht ja auch wieder
Strom. Oh, diese blauen Kristalle, oder nicht? Nee. Die da oben müssen es sein. So. Ja, das ist das blaue Zeug auf jeden Fall. Press down on the D-Pad? Ich hab kein D-Pad. So, das ich hab kein D-Pad, was? Was, kein D-Pad? Was ist ein D-Pad? Das ist doch... Weiß ich nicht. Controller. Und sonst genau wähle eine Ressource aus. Warte mal, V war doch bei GTA, mal, nee, das geht auch nicht. Haben wir ein bisschen rumprobiert, ich weiß es nicht. Man wechselt. Oh, da sind lustige Viecher. Weißt du, wenn die schon so ein sowas hinzufügen, dann können sie es doch erstmal sagen. Schädigt. Ferritstaub brauchen wir für den Scanner. So. Ich gras mal scheiße ab. Bin mal gespannt. Ich habe jetzt 47 Dio-Stoff. So, pass auf. Ich laufe jetzt mal wieder zurück in diese Höhle hier. Alter, da sind hier viele Viecher. Hey Viecher, was geht? So, kann ich hier abnehmen? So, sehr gut. Jetzt muss ich... Wir haben gar kein D-Pad. Unbedingt erstmal was machen. Dann gucke ich gleich nochmal mit dir schnell. Ausrüstung aufladen. Nein, ich wollte, Achso. So, Dio-Wasserstoffgel. Lebenserhaltungszelle. Aufladen, Lebenserhaltungszelle. Ach du meine Güte. So. Wenn ich stehe, geht das nicht viel runter, ne? Ne, dann passiert fast gar nichts. Sehr gut. Hilfsmittel. Ah, da ist, Zahnrad. Oh. Kamerasicht ändern. Alter, da ist es. Mann, ey. Verkackte Gießen. Hilfsmittel. Kamerasicht ändern. Pass auf, hab du... Ich weiß, ich hab's doch. Achso, hast du schon. Du hörst mir gar nicht zu, oder? So, wir spielen mal weiter. Was ist jetzt los? Siehst du das auch? Dass es Nacht ist? So blaue... Warum ist das so verpixelt, Alter? Ich weiß nicht. Oben am Rand, ne? Ja. Keine Ahnung, vielleicht... Ich gehe einfach mal davon aus, dass das an der Strahlung liegt. Da bist du. Wir müssen auf jeden Fall dieses, Dio-Wasserstoff müssen wir auf jeden Fall abfarmen. So, ist das? Das dürfte Plutonium sein, oder? Ferritstaub? Nein, das muss Plutonium sein. Warte mal. Das ist verdichteter Kohlenstoff. Okay. Nehme ich so an. Was ich mich jetzt frage ist, wo ist mein Schiff? Ich glaube tatsächlich, wir müssen irgendwie erstmal unser Schiff finden oder so. Wir müssen dann erstmal wieder anfangen, alles zu reparieren, Stück für Stück. Und ich gehe jetzt mal in diese Höhle darunter farmen erstmal. Kann ich mir ein bisschen entgegenkommen? Dann ja, ich versuche mal zu gucken, ob es irgendwie einen Weg da hinten wieder von der Höhle aus raus gibt. Das wäre ziemlich interessant. Weil ich möchte halt so viele von diesen Cubes mitnehmen. Falls wir nämlich eine Handelsstation finden, dann machen wir mit dem Zeug richtig viel Kohle am Anfang. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und auf jeden Fall Kohlenstoff mitnehmen fürs Aufladen von Minenlaser. Ah, ich habe Plutonium gefunden. Oh, das ist... der Mining-Laser... Was, verdichteter Kohlenstoff? Was? Ja, das habe ich auch gerade erstmal gedacht, dass das eigentlich Plutonium ist. Ist das war... Nicht? Das wurde immer Plutonium genannt, früher. In einem guten alten Spiel. Mhm. Na, wie gesagt, das ist... Everything is new. Warte mal, wo komme ich jetzt hier zum Multiwerkzeug? Oh. Da ist es. Ich habe unsere Schiffe gefunden. Das es ist sind gut. Übrigens unsere beiden Schiffe. So, ich mach das mal mit normalem Kohlenstoff. Ich
hoffe, dass das dann meins ist. Ah, Raumschiff von Fatal. Wir werden es gleich mal. Also die Schiffe sind bei dir beide gespawnt, oder was? Ja. Na, so auf halber Strecke zwischen uns beiden. Ah ja, perfekt. Nice. So, auf jeden Fall mal Köhlenstöffchen farmen. Ich versuche mal, dass ich hier so viele Cubes wie es geht mitnehme. Das ist richtig viel Kohle, die Scheiße. So, ich muss gleich wieder raus und... Aua! Aua? Ich hab da irgendwelche sehr komischen Pflanzen gefunden. Alter, what the fuck? Ja, die greifen dich an. Heilige Scheiße. Ich hab nur noch halbes Leben. Ist auch nicht schlimm. So, ich guck mal, ob da hier noch Cubes sind. Hier sind keine Cubes mehr, leider. Ich sehe auf jeden Fall keine mehr. Nee. Scheinen wohl alle zu sein. Ey, bin ich jetzt schon wieder in so eine scheiß Lanze gerannt? Nein, gut. Gott sei Dank. Doch, hier sind noch mehr Cubes. Ich muss die leider mitnehmen. Das ist wichtig. Wie viel Platz habe ich noch? Geht. Alter! Ich bin fast down, Alter. Ich habe nicht genug Chili. Scheiße, ich muss joggen. Einfach nur joggen. Seit wann sind hier solche scheiß Giftficker in der Höhle, Mann? Ne, ich laufe jetzt einfach weiter. Ich will hier erstmal leben. Ah, jetzt lädt sich mein Life wieder auf. Never mind. Na, mein Schild ist erstmal deaktiviert. Sehr gut. Boah, ich verpiss mich aus dieser Höhle hier. Geht gar nicht. So. Oh, ein Wächter. So, Schild, regeneriere, please. Bitte regeneriere, Schild. Oh, was sind das da oben für große Pflanzen, Alter? Bring die Kohlenstoff. Bitte bring Kohlenstoff. Nicht identifiziertes Material. Salz. What the fuck, Alter? Nicht identifizierte Pflanze. Warte mal, Scanner. Ich möchte meinen Scanner jetzt mal reparieren. Ich brauche Lebenserhaltung. Scheiße. Habe ich genug von diesem Zeug? 37, da ist noch was. So, muss ich gleich schnell so eine lustige Zelle erstmal herstellen. So. Ist das hier? Keine Ahnung. So. Technologie aufgeladen. Lust du dir sehr kommen? Komm gleich mal rum, ich ne? Ich hab meinen Scanner repariert. Wollte ich jetzt eigentlich auch mal machen nach 10 Jahren. Dio-Wasserstoff. Auf jeden Fall brauchen wir Dio-Wasserstoff. Das ist ganz wichtig. So. Scanner reparieren. Aber Mann, ich gehe jetzt wieder in die Höhle zurück. So, wo war die Höhle? Was ist das? Das müsste... Fried ist das. Da sind Höhlen. Schnell rein da. Dann gucke ich mal schnell. Oh, Sauerstoff, Alter. Ja. Aber bitte jetzt keinen Toxide, Scheiße wieder. Ich will nur meinen, Strahlungsschutz aufladen. Nein! Lad den Strahlungsschutz auf. Kann ich die Viecher hier abbauen? Gefährliche Flora. Natrium. Ich zerstöre die Penner hier mal. So. Gefährliche Flora, Sauerstoff. Ach, die haben verschiedene Materialien in sich. Die haben echt verschiedene Materialien. Und neuer Anleitungsgott, ich werde hier überflutet von Ereignissen. Hilfe. Mehr erfahren über Lebenserhaltung brauche ich nicht. So. Soll ich die Cubes da hinten noch holen? Habe ich noch Platz für die Scheiße? Ich will die Cubes haben. So.
Hast du schon mal geguckt, was wir für die Schiffe zum Reparieren brauchen? Ferrit. Ach, nevermind, ich kann sogar hier gucken. Was brauchen wir hier? Hämeritisches Siegel und Metallplatten. Ah ja, das können wir auch noch. Reines Ferrit. Entschuldigung. Photonenkanone und Raketen. Achso, das müssen wir nicht reparieren. So. Komme ich jetzt mal dazu, meinen Scanner zu reparieren. Ferritstaub. Ein von... Wo kriegt man Ferritstaub her? Von Stein findest du draußen. Na Moment. Erstmal die Cubes. Die haben Vorrang. Meine Lebenserhaltung ist unmöglich. Ich kann nichts machen. Ich muss hier... Du kannst dich auch in dein Schiff setzen, dann dürfte sich das auch... Nee, die Lebenserhaltung regeneriert sich nicht. Auch nicht im Schiff? Nein. Das ist... natürlich doof. Strahlenschutz ja, aber Lebenserhaltung nicht. Ah ja, klar, Lebenserhaltung nicht, aber... So, das aber dürfte... Nee, das ist Kobalt. Nehme ich trotzdem mit. Meins. So, du musst diese blauen Kristalle abbauen. Das ist so ein Stoff, da kannst du dann solche komischen Zellen draus machen und so eine Lebenserhaltungskapsel erstellen. Blaue Kristalle finde ich hier aber nicht, Marvin. Die Wasserstoff-Gelee-Zellen sind das. Dann kannst du so eine Lebenserhaltungskapsel machen. Marvin, ich finde hier aber keins. Marvin! Aber ich komm mal hoch. Uah! Boah, ich dachte, ich wäre jetzt gestorben, wenn ich zu hoch war. Oder was ist das hier? Salz. Ah, hier. Kohlenstoff. Oh, was bin ich froh, wenn wir bessere Mining-Laser und alles haben. Wird so eine Hilfe sein. So, was ist hier? Kohlenstoff nehme ich auch mit. Geht sogar relativ fix. Noch mehr Kohlenstoff. Und da hinten sehe ich... kann man Marker setzen oder sowas? Keine Ahnung, ich bin tot. Shit. Ich sehe nämlich da hinten eine kleine Basis. Ja, das werden wir wahrscheinlich sein. Nee, das sind nicht unsere Schiffe, glaube ich. Das sieht aus wie eine richtige Basis. Habe ich mein Zeug noch? Oh, da ist ein Alienstein. Nein, ich habe mein Zeug nicht mehr, Alter. Aber du müsstest so eine Markierung fürs Inventar haben. So, Tukan, was? Oh nein, ich bin hier gespawnt. Schön. Die Erinnerung der steinschweigenden Zeuge erräuscht meine Gedanken. Blablabla. Ich sehe zwei große Aliens, die miteinander kämpfen. Irgendwann besiegt einer den anderen ihn und lässt ihn verbluten. Mit letzter Kraft erweist er, besiegt die Alien in meine Richtung. Der Name Valkin begeistert mir das Echo der seltsamen Vision durch den Kopf, der ich gerade hatte. Ein Wort dieser fremdartigen Sprache. Okay. Valkin-Wort für Eindringling, habe ich gelernt. Und da ist Claw und da sind komische schwebende Kristalle. Ich bin überfordert, Hilfe! Ich muss in eine Höhle. Ich bin irgendwo reingefallen gerade und da war alles voller Gift. Tod durch Einatmen von Gift, okay. Ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal wieder eine Runde campen gehen. Weil bis nach da hinten hinlaufen, das schaffe ich leider nicht mehr. Oh, und hier ist die No Man's Sky Musik wieder. Ich liebe die No Man's Sky Musik. Okay, die ist wunderschön. So, Serkan, wie weit bist du jetzt schon wieder? Gar nicht so weit. Komm mal. Nein! Ich bin auch in eine Höhle mit Gift gefallen, aber ich bin nicht gestorben. So, wo war das Gift? Man kann diese Giftviecher nämlich zerstören. Die haben teilweise ziemlich nützliche Materialien in sich. Hier, Sauerstoff. Damit dürfte ich, glaube ich, auch die Lebenserhaltung. Mit Sauerstoff. Ich kann auch mit Lebenserhaltung brauchst du nur bei Nacht. Tagsüber scheint alles okay zu sein draußen. Nein, Lebenserhaltung offline. Hat sie sich bei deinem Tod nicht wieder neu aufgebaut? Nö. Alter. Oh Gott. Da muss ich dir, glaube ich, gleich mal aushelfen. Oh, jetzt nicht sterben, Zerkan. Ich war so kurz vor meinem Schiff. Ich müsste mal herausfinden,
wie ich du müsstest irgendwie mal zu mir in eine Höhle reinkommen oder so, das wäre das Beste. Ich müsste dann herausfinden, wie ich dir Sachen geben kann, weil ich würde dir dann... Oh, ja, ich müsste dir jetzt sogar Sauerstoff geben, weil mein Inventar voll ist. So, Moment. Das benutze ich mal. Serkan, geh in eine Höhle und versuch diese giftigen Dinge abzubauen. Die geben nämlich Sauerstoff, damit kannst du auch aufladen. Ich weiß nicht wie viel, aber... Ich kann's nicht. Die Wasserstoff habe ich noch. Gefahrgutschutzhandschuhe brauche ich dafür. Salz, Ferritstaub habe ich einen. Scheiße. Ich brauche... Was brauche ich denn hier? Brauchte ich genau... verdichterter Kohlenstoff. Für was ist denn das gut? Mit Raffinier aus gewöhnlichen Kohlenstoff, die gehören eigentlich Kristall von gefunden, das Abtrenner von größeren Kristallen, fortgeschrittener Meilen erfordern. Aufladen mit... Ja gut, das ist wahrscheinlich ein... So, jetzt habe ich... Habe ich jetzt mein ganzes Kohlenstoff dafür verbraucht? Nee, nicht ganz, okay. So. Ah, diese scheiß Überhitzung, Alter. So, Sohlstift. Lebenserhaltung. Wie viel Sauerstoff kann ich... Oh, ich brauche nur 19? Okay, Sauerstoff ist auf jeden Fall richtig geil, glaube ich, zum Verwenden an sich. Das lädt nämlich ziemlich viel auf. Ich gerade feststellen dürfte. Kürbis, Kobalt, Kobalt. Du sagst durch Steine, ja? Hast du Eisen gefunden, oder... Nein. Auch Kobalt nur. Gar nichts davon. Aber ich bin gerade dabei, einfach nicht die ganze Zeit zu sterben. Moment. Ich identifiziere dieses Material Kobalt. Dioxid? Ich finde diese kleine Guckkamera übrigens an meiner Schulter ziemlich witzig. Moment, wo ist denn das ganze Zeug, was ich gerade eingesammelt habe? Wasserstoff. Daraus mache ich was? Dinge. Weiß es nicht. Da kann ich mich, glaube ich, nicht mehr hoch angeln, oder? Ferritstoff. Ich muss Ferrit abbauen. Meine Fresse. Warum gucke ich eigentlich nicht mal auf die Beschreibung? Oh, ich komme doch wieder hoch. Sehr gut. So. Ich brauche eine Metallplatte und dafür brauche ich Ferritstaub 50. So. Bau nochmal Scheiß ab. So, hast du irgendwie ein bisschen Lebenserhaltung gerettet? Oh, hast du Ferritstaub? Das könntest du mir übertragen im Inventar vielleicht. Dann könnte ich mir... Aber hier? Ich... Ah, diese kleinen... Ja. Wenn du solche kleinen Dinger siehst, die so ein bisschen aussehen wie ein dicker Penis. Wenn die über dir Penis aussehen, Marvin. Ja, sieht aber wirklich so ein bisschen aus. Das ist Ferritstaub. Ich weiß, was Ferritstaub ist. So, brauche ich mal auf jeden Fall ein bisschen was ab. Oh, Serkan. Ja, ich musste sterben, damit ich jetzt gleich kurz Ferrit abbauen kann, weißt du? Okay. Aber du spawnst die ganze Zeit trotzdem wieder beim deinem... Schiff. Beim Schiff, okay. Ich spawn beim Schiff. Und ich komme gleich sofort rüber. Chlor. 50%. Warte, ich gehe mich einmal noch in der Höhle aufladen, dann laufe ich zu dir. Oh, nicht in dieser Höhle hier auf jeden Fall. Ferritstaub. Da dürfte ich, glaube ich, auch genug Ferritstaub haben fürs Reparieren. Da oben war ein Schiff. Ob das wohl Spieler sind? Man weiß es nicht. Hast du noch die Wasserstoff, Marvin? Ja, hier ist sogar noch mehr. Kannst du mir was rüberschicken? Ja, ich muss gleich mal herausfinden, wie das geht. Ich muss mich erstmal gleich in eine Höhle stellen nochmal.
dann gucke ich mir das mal genau an, wie ich da was drüber schicken kann.